Eine neue Konstruktion wurde, mein Herr. Unsere Bevölkerung wird aufrührerisch. Massowien. Ich weiß nicht warum. Politische Übersicht. Wir haben ein neues Gebäude errichtet, Eure Hoheit. Okay. Eine neue Konstruktion wurde abgeschlossen, mein Herr. Was können wir eigentlich machen? Mein Herr. Mein Herr. Für die Krone. Angriff. Können wir doch mal versuchen, hier ein bisschen anzugreifen. Ich fühle mich weiser. Noch eine Schlacht gewonnen. Ja, alles essen. Jetzt habe ich neue Fähigkeiten. Das sind ja schon wieder ein bisschen gelohnt. Politische Übersicht. So, Kier, vielleicht können wir mit denen ein bisschen einheiraten. Okay. Alle Verträge mit Litauen brechen. Die Macht der königlichen Familie ist gesunken. Ihr habt die Machtposition eurer königlichen Familie Befehle, Hoheit. Ja, boah, ein bisschen Geld ist natürlich auch nicht schlecht. Eine neue Konstruktion wurde abgeschlossen, mein Herr. Okay, hier sind keine Schweden mehr. Ein Bote ist angekommen. Hoheit, Königreich ist erfreut. Feindliche Truppen marschieren durch eure prächtigen Ländereien. Feind ist einmarschiert. Mein Herr, für die Ehre, Angriff! Können wir doch mal abfangen. Blöden Was ist euer Wunsch? Mein Herr, wir haben einen ehrenhaften Sieg. Für die Krone. Angriff. So. Das gefällt wir mir. Wir haben eine Schlacht gewonnen. Lasst uns den Proviant auffüllen und ruhen. Na, langsam wird's doch. Mein Herr, wir haben feindliche Truppen in euren Landen gesichtet. Aber die Schweden lassen einfach nicht Was locker. Ist euer Wunsch? Ich werde diese Bauern zermalmen. Ist das schließlich ihr Problem? Wir haben ein neues Gebäude errichtet, Eure Hoheit. So. Mein Herr, wir haben einen ehrenhaften Sieg errungen. Zeigt es den Ungläubigen. So. Unsere Armeen haben noch eine Schlacht gewonnen. No. Ziehen und greifen, nein. Warum sollte ich Sizilien angreifen wollen? Ich fühle mich weise. Wir haben einen ehrenhaften Sieg errungen. Ach, im Namen kann ich nicht mehr gebrauchen. Des Sohnes und des Heiligen Geistes. Okay. Euer König schon ist wieder. Tot. Lasst uns den Proviant auffüllen und ruhen. Okay. Märchen. Politische Übersicht. Zum Heidentum zurückgekehrt. Möge Gott euch schützen, mein Herr. Kann man doch dagegen was unternehmen. Märchen. Ganz ich grüße den strahlendsten Herrscher der Welt. So. Feindliche Truppen haben ich bin unsere nun Grenzen überquert. Okay. Wir haben diesen Spion in euren Gemächern beim Bespitzeln ertappt. Sorgt noch euch nicht. Ich werde schweigen. Guten Tag, mein Herr. Guten Was Tag, für eine Gräueltat. Feindliche Truppen haben unsere Grenzen überquert. Oh Mann, wir können doch mal den Papst spenden. Eure Frommheit, mein Herr.
Und nochmal. So. Ja, mein Herr. Für die Krone. Angriff. Für die Krone. So, endlich mal wieder. Ich führe, ne? Mein Herr, euer Feind will unsere Häuser niederbrennen. Nach mehreren Stunden wieder. Eure Truppen müssen dem Brandschatzen Einhalt gebieten. Ach, die bekommen ja schon Verstärkung. Stellung, haltet! Mein Herr, die Moral des Feindes schwindet. Der Feind wurde mit weiteren Männern verstärkt. Oh, leicht unterlegen. Nicht so happy, da bin ich da drüber. Der Feind steht vor der Niederlage. Gute Nachricht, mein Herr. Der Feind hat sich ergeben. Wir haben den feindlichen Marschall gefangen. Lang lebe der König. Das ist trotzdem ganz einfach. Eure Hoheit, der Feind fürchtet uns. Ich will nicht sterben. Tja, musst du aber, ne? Wir haben den Anführer des Feindes getötet. Zurück in die Stadt. Ich grüße den strahlendsten Herrscher der Welt. Wie lautet euer Befehl? Verlagert diese Stadt. Ich grüße den strahlendsten politische Herrscher. Okay, jetzt gibt es nur noch einen in dem Berg. So, und wenn wir mit Schweden fertig sind, können wir rein theoretisch Litauen angreifen. Das ist ein Vasall von Sustal. Naja, die haben mir nichts entgegenzusetzen, würde ich mal sagen. Ich grüße den strahlendsten Herrscher der Welt. Es wird Schweden von der Landkarte gewischt. Feindliche Truppen haben unsere Grenzen. Oh. Der Feind hält sich dort auf. Eure Hoheit, dies sind unsere Stellungen. Bleibt, wo ihr seid! Mein Herr, die Moral des Feindes schwindet. Es ist Wikinger und Axtstreiter. Das reicht! Gute Nachricht, mein Herr. Der Feind hat sich ergeben. Hungern wir sie aus. Naja. Ach, das schafft es nicht. Guten Tag, mein Herr. Die Provinz zu bekehren. Man ist ja unfähig. Dies ist die Festung, die wir angreifen. Eine Mauer umschließt sie. Oh, und gleich ein ganzes Bollwerk. Dies sind die Verteidiger der Festung. Euer Marschall hat diese Stelle zum Angriff auf die Festung gewählt. So, jetzt sind fortgeschrittenen Spiel. Ist das noch eine relativ einfache Festung, die wir einnehmen müssen, aber... Es wird schwieriger und dafür brauchen wir dann auch wieder Katapulte, so wie bei unserem letzten Marschall. Oder erstmal hier ein bisschen. Zieh wir los! Och, der Prinz ist ja auch noch da. Oh. Der Feind steht vor der Niederlage. Gute Nachrichten, mein Herr. Der Feind hat sich ergeben. Und der König ist auch noch da. Hier habt ihr den Kopf des feindlichen Königs, mein Herr. Das war ja ziemlich erfolgreich und gleich zwei Level aufgestiegen. Ihr werdet das nicht bereuen. Ach, hier gibt's nicht genug Nahrung.